Hey Leute, was geht ab? Es ist mal wieder Zeit für Channel of the Week und ich starte heute mit einer riesengroßen Änderung und beziehungsweise zwei Änderungen und zwar folgendermaßen. Punkt 1 ist, ich möchte ja die so gerne das Ganze ein bisschen aufpeppen und dann habe ich mir gesagt, warum sollte ich nicht Sachen, die ich aufpeppen könnte, für dich als Werbefläche anbieten. Also, Möglichkeit Nummer 1, du hast Bock und möchtest dich hieran beteiligen, dann mach für irgendeine Kategorie für mich einfach nur den Teaser praktisch fertig, sprich den Kategorienamen muss man sehen und danach hast du, also das Ding soll nicht länger gehen wie 3 Sekunden und du hast danach Zeit natürlich auch runterzuschreiben Sponsored by und dann deinen Kanalnamen, von mir aus auch ein Kanalfoto, ist mir scheißegal. Es soll halt cool aussehen und eine Kategorie kannst du dir aussuchen, entweder Kanalhead, Kanal, Trailer, Thumbnail und so weiter und so fort, alle Kategorien, die wir haben. Die Belohnung dafür ist, dass dann dein, deine Vorlage so lange drin bleibt, bis sie durch eine andere abgelöst wird. Das heißt, wenn 3 Leute Kanal-Head machen, dann löst sich das immer schneller ab. Dann gibt es natürlich noch das Problem, dass wir eine Warteliste haben, die bis weit in den Dezember hineingeht und auch da habe ich eine kleine Lösung gefunden. Gibt eine neue Aktion, die heißt Make My Intro. Das bedeutet, du machst im Prinzip dein eigenes Intro fertig. Vorkommen muss auf jeden Fall Channel of the Week, deine YouTube-Adresse und dann wird das Intro, was du gemacht hast, als Intro für Channel of the Week verwendet und nicht nur das, sondern wenn du mir zum Beispiel heute deine Vorlage schicken würdest, und die muss natürlich von der Qualität her in Ordnung sein. Vom Gestalterischen lasse ich dir da freie Hand. Du kannst natürlich auch erwähnen, Sponsored by oder Created by, ist mir scheißegal. Dann rutschst du in der Warteliste automatisch in die nächste Woche. Das bedeutet, dass dann in der nächsten Woche 2 dran sind. Nämlich der regulär dran ist, plus derjenige, der seine Vorlage gemacht hat. Verstanden? Wenn nicht, schreib es mir in die Kommentare, beantworte ich dir deine Fragen gerne, kein Thema. So, wir hängen wieder einen zurück, Gamescom ist das geschuldet, ich sage auch jetzt schon, dass wir im Dezember wahrscheinlich, ich werde vorproduzieren, damit ich nicht schon wieder zurückhänge. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen und ja, machen wir auch nicht lange hin und her. Aktion hast du verstanden, wie gesagt, entweder irgendeine Kategorie, die du gestaltest, dann bleibt diese Kategorie mit deiner Werbung. Du kannst also schreiben, Sponsored by, Created by, Fuck Me by, scheißegal, Hauptsache du tauchst da kurz auf. Nicht länger wie 3 Sekunden und es sollte sowohl tontechnisch als auch bildtechnisch sauber sein, dass ich es verwenden kann. Ja, also schick mir keine Formate, die mein Adobe Premiere nicht kann. Zur Not müsste ich dann Sony Vegas bemühen. Das würde auch noch gehen, aber alles andere, was er nicht lesen kann, ja, sorry. Oder aber du machst halt, wie gesagt, dein eigenes Intro, rutschst damit aus der Warteliste raus und fliegst sofort nach vorne und bist in der darauffolgenden Woche dran. Damit rutscht auch die Warteliste ein Stück zurück, wird kürzer und. Ihr wisst, wie das funktioniert. Und ja, ich finde die Idee ganz geil. Wenn dir die Idee gefällt, schreib's mir in die Kommentare. Wenn sie dir nicht gefällt, schreib's mir auch in die Kommentare. Wir machen jetzt auf jeden Fall und starten los mit Weekly Games, die sich bei mir beworben haben oder der sich bei mir beworben hat. Keine Ahnung. Ich war wie immer nicht auf dem Kanal. Abozahlen sind nicht angegeben. Sonst keine Ahnung. Und wir starten mit der ersten Kategorie. Ab geht er. Gut, was soll ich mir da angucken? Kanal Banner und Kanal Head. Also, ich muss sagen, das Profilbild fügt sich perfekt ins Banner ein. Ja, richtig. Der Kanal Banner selber ist mir absolut zu aussageschwach. Ich sehe da nur Weekly Games, ich sehe, dass du bei Twitter bist, dass du bei YouTube bist und bei Twitch, was das Ganze zu tun hat, einfach einen schwarzen Hintergrund und weiß, was draufgebatscht. Mein Freund, das geht auf jeden Fall besser. Das ist, wie gesagt, immer auch meine Meinung. Ich sage es immer wieder dazu, wie der Kanal auf mich wirkt und ich kann bei dir schon ganz anders sein. Du musst die Anregungen nicht mitnehmen, du kannst die mitnehmen. Ihr kennt das ganze Spiel. Okay, gut, wie gesagt, Kanal Head, ja, gewöhnungsbedürftig. Also schwarz ist sowieso eine scheiß Farbe, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil es immer so ein Klatsch-Eindruck macht. Das sieht irgendwie aus, als ob du hier keine Lust hattest, irgendwas machen zu wollen. Deswegen ist natürlich ein Banner da, es ist auch ein Profilbild da. Kriegst du für diese Angelegenheit 3 Punkte von mir. Ich glaube, das ist fair und wenn nicht, es sind meine Punkte. Okay, gehen wir in die nächste Kategorie und da geht's schon hier weiter.
Ja, jetzt müssen wir ein bisschen die Seite bemühen und sehen nichts. Wir sehen nichts. Was fehlt? Richtig, der Kanaltrailer. Wenn du keinen Kanaltrailer hast, ist es relativ einfach. Ich kann dir keine Punkte geben. Du hast zwar hier ein Intro drauf, das ist für mich kein Kanaltrailer. Ja, das ist auch ein Video, was sollen die Leute damit anfangen? Dein Intro angucken, das Intro ist in jedem Video drin. Ich weiß nicht warum. Warum auch du keinen Kanaltrailer hast, ich kann es dir nicht beantworten. Deswegen kann ich dir natürlich auch keinen Punkt drauf geben. Zero. So ist es halt. Um die Thumbnail zu sehen, gehen wir einfach mal in die Videos hinein. Und das sieht für meine Begriffe schon viel besser aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir mal noch ein paar Videos unten an. Wie gesagt, ich habe es vorher noch nicht gesehen. Was mir richtig gefällt, Entschuldigung, ich habe mir auf der Gamescom eine Erkältung eingefangen. Deswegen mache ich öfter mal hier. Also sei mir da bitte nicht böse. Was mir sehr gefällt, ist, du änderst ständig die Form. Sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Du änderst die Schreibweise, die du hast, die Thumbnails sind cool, ganz ehrlich, die sind cool. Ich würde auch gerne so Thumbnails machen, die, womit meine Fresse drin ist und so, was die meisten machen. Ich habe aber immer noch nicht rausgekriegt, wie man das freistellen kann. Wer da ein gutes Tutorial kennt, wie Photoshop das freistellen kann, der schickt mir das mal bitte in die Kommentare oder per Mail oder was weiß ich, keine Ahnung, mir scheißegal. Würde mich aber auf jeden Fall freuen, wenn ich da was kriege, weil dann würde ich meine Thumbnails auch anders machen. Ich bin ja auch lernfähig. Ja, ansonsten, wie gesagt, top, gefällt mir sehr gut, richtig geil. Bisschen Kleinkritikpunkte habe ich, das hier unten kann man beschissen lesen, dieses Tutorial. Aber ansonsten werde ich dir hier definitiv, absolut und mit tödlicher Wahrscheinlichkeit überhaupt keinen Punkt abziehen. Es sei denn, du verarschst mich und hier unten kommen keine Thumbnails, aber es sieht überhaupt nicht so aus. Ich gehe bis Portal runter und da ist auch nichts weiter. Ja, Thumbnails, mein Freund, da jagst du richtig Punkte rein, nämlich komplette 5. Das ist einfach geil, gefällt mir sehr. Da ist alles drin, was drin sein soll. Die sind zwar ähnlich, wie mein Freund El Tono sagen würde, die gefällt dir nicht. Stimmt, aber hier in diesem Fall gefällt's mir, weil, keine Ahnung, das, irgendwie wirkt das anders. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil er mehrere Spiele spielt und dadurch die Thumbnails durcheinander geraten. Sag mal, Thumb, die T8, keine Ahnung, ist auch egal. 5 Punkte, was soll ich noch mehr sagen? Playlist aufbauen. Wir haben Playlists, jau. Portal 2, Portal 2 ist Singleplayer. Gucken wir mal rein. Ich habe hier gerade irgendwie... Nee. Du hast keine Playlist-Beschreibung drin. Zumindest hier nicht. Wir gucken mal noch in eine andere rein. Minecraft Survival. Jetzt habe ich es markiert. Und du hast keine Playlist-Beschreibung drin. Deswegen... Kriegst du schon mal einen Punkt auf jeden Fall abgezogen. Und was ich sagen muss, die Playlists gefallen mir nicht vom Namen her. Die sind mir zu nichts sagen. Okay, das war Protest. Also die Playlists gefallen mir natürlich. Die sind total toll. Nein, keine Ahnung, die sind mir ein bisschen zu nichts sagen. Da muss ich ein paar lustige Infos und Special. Ja, Portal 2 Multiplayer. Lass dir da mal ein bisschen was Lockeres einfallen. Also deswegen gebe ich dir für die Playlist-Aufbau 3 Punkte. Wenn jemand einen Hund haben will, wenn er so weitermacht, ist er zu verkaufen. Okay, machen wir direkt weiter. Damit gehe ich wieder auf Videos und schau mal. Vor 3 Tagen, vor einer Woche, vor 2 Wochen, vor 3 Monaten. Was? Hier ist er. Ist ja gut, ich hab's doch gesehen. Meine Güte. Hier ist eine Riesenlücke drin. Vor 2 Wochen, vor einer Woche, vor 3 Tagen, vor 3 Monaten, vor 4 Monaten, du hast im Monat 2 Videos rausgebracht, 2 Folgen von einer Länge von 28 Minuten, das ist für einen Let's Player mal lame. Das muss ich mal so sagen. Vor 4 Monaten und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, 3 Punkte. Not more. Also es ist kein richtiger Rhythmus drin. Hier war es doch mal, wo es ein bisschen rhythmischer wurde. 5 Monate. Aber das hier
Ich weiß nicht, was da war. Kann ja sein, dass da irgendwas war. Aber dann macht man vielleicht einen Vlog oder so, weil die Leute... Du musst dir das vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie viele Abonnenten du hast. Gut. Jetzt bin ich wieder rausgekommen. 3 Punkte für den Upload-Rhythmus habe ich dir gegeben, genau. Videotitel, mein Bester. Starbound Quest, viele Quests. Eine Reise beginnt. Junge, das hört sich da an wie... Donkey der Arsch, das gefällt mir. Massensterben beginnt. Schule beginnt. Kotzen beginnt. Netherfestung sind. Was ist eine Diamond Pipe? Willkommen Donkey. Lass dir mal mit den Titeln was einfallen. Nee, ehrlich, da musst du ein bisschen Gas geben. Dass das Portal 2 ist, steht übrigens in deinem Thumbnail. Dass das Starbound ist, steht in deinem Thumbnail. Dass das Tech World ist, steht in deinem Thumbnail. Ja, natürlich soll es im Titel auftauchen, aber doch bitte nicht am Anfang. Das muss an den Ende. An den Ende. Was ist denn heute los, ey? Das muss an das Ende. Ende. Ja, und der Titel nach vorne. Dann klappt's auch mit den 5 Punkten. So sind's immer wieder mal. Nur try. Gut, gucken wir uns die Videobeschreibung mal an. Pam pam. Willkommen bei einem neuen Video von mir. Für alle Informationen bitte aufklappen. Sehr geil. Übrigens, wenn man weiß, dass die ersten 3 Zeilen das Wichtigste in einem Video sind. Viel Spaß mit dem neuen Projekt FTB Tech World 2. Hier ist schon besser. Bitte aufklappen. Jung, da unten steht mehr Anzeigen. Du musst nicht jedes Mal schreiben, bitte aufklappen. Wenn die Leute das lesen wollen, klappen die das alleine auf. Nutze die ersten 3 Zeilen und schreibe Wesentliches rein. Zum Beispiel den Titel nochmal. Heute in Project FTB... Was heißt der Tech World 2? Heute in Tech World 2 seht ihr alles Mögliche zum Backpack-Rucksack. Oder du schreibst es ganz locker. Boah, Alter, heute gucke ich mir diesen verfuckten Backpack-Rucksack an. Scheißegal, Hauptsache es kommen so viele Keywords wie möglich da rein. Dass es Full HD ist und dass es 60 FPS sind, das sollte eigentlich hier drin stehen. Da steht's auch. Deswegen muss es hier drin nicht stehen. Jeder kann hier klappen, kann gucken. Kannst du dir aufsparen, kannst du dir lieber einen innovativen Titel überlegen und den da reinschreiben. Gut, Videobeschreibung. Was gebe ich jetzt für die Videobeschreibung? Das ist ja wieder blöd. Ich nehme mal das noch zur Hilfe. Willkommen bei einem neuen Video von mir für alle... Oh, nee. Du bist irgendwie, ich weiß es nicht, du schaffst es irgendwie immer auf 3 Punkte, weil das auch das sind nur 3 Punkte. Ja, ist eine Videobeschreibung da, ja, die ist lang, ja, die ersten 3 Zeilen sind verschenkt, ja, im ersten 3 Zeilen steht nur Driss, bitte aufklappen, interessiert keine Sau, weil da steht mehr Anzeigen, deswegen 3 Punkte. Okay, jetzt habe ich ein Problem, weil wir machen weiter. Und die Text kann ich nicht mehr sehen, weil mein Heartbeat irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung. Kann man das eigentlich installieren? Warte mal. Eigentlich müsste ich doch Heartbeat installieren können, oder? Warte mal. Wie ging das denn nochmal? Heartbeat für Chrome. Das sind die vorbereiteten YouTuber. Was kann ich euch sonst noch inzwischen erzählen? Ich kann dir hinzugefügt. Ja, nee, ist klar. Worum zeigst du es da nicht an, du Presse? Turn up for viewing. Ja. Wo ist es denn? Wo ist denn Heartbeat? Wenn du Ahnung hast, wo ich Heartbeat wieder einstellen kann, sag mir das mal bitte. Weil ich finde es irgendwie nicht. Weitere Tools? Nö. Ja gut, okay. Ist im Moment auch scheißegal. Hab ich dann beim nächsten Video wieder. Gut, dann machen wir es auf die herkömmliche Art. Rechte Maustaste, Seite, Qualtext, Anzeigen, Steuerung F und Keywords. Pam. Was haben wir dann als Text? Wheatley Games, AT, Let's Play, Let's German Walkthrough, HD, warum HD dreimal? Minecraft... Wie auch immer Lorox XP ist, FPS oder Tech World, Skyblock, ja, Portal, Multiplayer. Und das in dem Video von Tech World. Ich bin jetzt nicht so bewandert, aber ich guck mal ganz kurz rein, Sekunde mal. Ist alles gut.
im Sound aufgenommen, wo mich... Alles gut, hat was mit Minecraft zu tun, wollte ich jetzt erstmal wissen. Gut, also die Texte sind reichhaltig vorhanden. Ich würde mit dem Spielenamen oben beginnen. Ich habe auch gehört, da streiten sich die Geister drum, aber wenn sie sich drum streiten, im Zweifel immer für den Angeklagten, deswegen solltest du das machen. In den ersten drei Texten oben das Wichtigste rein, den Spielenamen, dann dieses Tech World und dann vielleicht das Weekly Games. Einmal rein. HD ist völlig scheißegal. Keine Sau sucht mehr nach HD, weil die meisten geben es einfach nur ein und HD siehst du dann sowieso in dem Video. In der Qualität. Das nur am Rande. Aber ich ziehe dir nichts. Ich habe erst mal ein Video gesehen. Ich bin heute so durcheinander. Ich weiß gar nicht, was los ist, ey. Alter, ist egal, ich möchte es auch nicht erzählen. Manchmal gibt es Sachen, da möchte man am liebsten, hat man so dieses Gefühl, kennst du das? Du hast das Gefühl, jetzt drüber plaudern zu wollen, aber eigentlich möchtest du nicht drüber plaudern, weil es keinem was angeht und dich die Hater in der Luft zerreißen. So, Seitenquelltext anzeigen, zack. Ich höre mich halt auch ein bisschen an wie auf Droge, aber ich kann auch nichts dafür. Weedly Games, Video Games, German Let's Play, Walkthrough. Ja gut, das sind dieselben. Kongi, Abkratzer. Okay, komm. 5 Punkte geben. Ja, 4 Punkte gebe ich dir für die Text. 4 Punkte. Ja, ist okay, finde ich. Dann kommen wir mal zur Kanale Info. Klick. Hallo Leute und willkommen auf meinen kleinen YouTube-Channel. Derzeitige Projekte, nischt. Ach doch, Starbound, jeden Freitag. Ich streame derzeit auch regelmäßig 1 bis 2 Mal die Woche. So, wenn du die Streams aufnimmst, kannst du die auch bei YouTube hochladen. Und du kannst bei YouTube auch streamen. Nur mal so zur Info. Einfach mal Twitch vorbeischauen, Link ist weiter unten. Dort findet ihr auch dann die Tage, an denen ich streame. Womit ich zocke, Tastatur, Maus, Mauspad. Du zockst mit dem Mauspad? Das ist doch scheißegal, was das für ein Mauspad ist. Ich habe hier keine Ahnung. Ich möchte es gar nicht erwähnen. Mikrofonarm ist okay, kann man angeben. Rode, also müsste die Qualität sehr gut sein. Alter, trotzdem, du musst mal was über deinen Kanal schreiben. Kein Mensch weiß, was du mit dem Kanal bezwecken willst. Ja, du zockst. Aber warum zockst du? Warum hast du einen YouTube-Kanal? Was machst du damit? Machst du Commentary? Machst du Let's Play? Machst du... Was willst du damit erreichen? Willst du die Leute unterhalten? Willst du eine Spielwiedergabe machen? Willst du ein Spiel testen? Und. Da gehört's rein. Hier, Kanalinfo. Da gehört dieses ganze Zeug da rein. Hast du nicht gemacht, ist okay, kann man mit leben. Und Punkte. Für 5 ist es mir zu wenig, für 4 ist es mir auch zu wenig. Ich gebe dir wieder 3. Ich habe ja gesagt, ich werde ein bisschen strenger, je weit wir voranschreiten. Und wir sind schon bei Tonne und Videoqualität. Die ist eigentlich ganz einfach, weil ich brauche mir nur ein Video raussuchen. Gehe auf die Qualität, 1080p, 5 Punkte. Suche mir noch ein zweites Video raus. Gehe auf die Qualität, 1080p. Suche mir noch ein drittes Video raus. Gehe auf die Qualität, 1080p, 60 FPS, also drauf geschissen, 5 Punkte. Aber wir haben ja noch die Tonqualität. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich gehe mal ein Stück nach vorne, weil das garantiert irgendein Intro. Genau. Und jetzt geht's los. Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Mhm. Wo ist der Sinn dahinter? Weißt du wie? Sprich einfach, rede mit mir. Ja, weil wir haben diese Strecke ja noch nie gespielt. Doch, haben wir, das habe ich schon erwähnt. Ach so, ja, okay. Ja. Musste ich darauf stellen. Warum ich? Also die Tonqualität sind 5 Punkte, da brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Das ist, was der erste Eindruck ist, du kennst das ja, die meisten YouTuber, die zappen nur ein paar Sekunden durch. Ich suche jetzt mal, vielleicht habe ich eine beschissene Stelle erwischt, vielleicht ist hier ein bisschen lustiger. Yo. Hier meinte ich. Freunde, wie Feinde behandeln. Bringen oder was? Bräuchten aber erstmal, wir müssen irgendwie das Gel wiederholen. Ah, ich weiß wie. Ach du Scheiße, ich hab keine Ahnung. Mit dem Ding holen wir. Okay, also ich habe jetzt das Stück gehört. Was mir auffällt, ist, ihr redet viel zusammen. Kleinen Tipp von mir, nimm den Zuschauer mit, bezieh den Zuschauer mit ein. Sprich den einfach an, kennst du ja vom Stream eigentlich und nicht nur mit deinem Kollegen. Gut, ansonsten, wie gesagt, Qualität technisch werde ich da nichts errügen. So, jetzt muss ich den ganzen Shit zusammenzählen. Bis gleich.
Pam, es ist passiert, du hast mögliche 37 von 55 Punkten erreicht. Dafür herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass ich deinen Kanal bewerten durfte. Zum Resümee, ist noch ein bisschen was rauszuholen. Kanaltrailer solltest du nicht entgehen lassen. Das Video auf jeden Fall auf nicht gelistet setzen, dass das rausfliegt. Das muss keiner hier vorne so sehen. Bisschen mehr regelmäßig uploaden. Freunde hat er auch. Donkey Kongi, Veno und Wirky Style. New Green Order. Jetzt werde ich alle sagen, oh, kennst du nicht? Nein, kenne ich nicht. So viel kenne ich nicht. Ich habe nur so was habe ich denn Abonnenten? Guck mal hier, so viele. Ja, wollte ich auch mal zeigen. Einfach mal so, just for fun. Ansonsten dir vielen Dank, dass ich bewerten durfte. Wenn du es verbessern möchtest, kannst du das machen. Wenn du mir ein Feedback zurückgeben möchtest, kannst du das auch machen. Ist alles kein Muss. Du musst mich auch nicht abonnieren, wenn du keinen Bock hast, mich zu gucken. Ganz ehrlich, weil da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich möchte mit meinen Abonnenten einfach arbeiten können und dafür ist es einfach wichtig, dass du mich abonnierst und wirklich aktiv bist. Gut, das war's für heute. Ihr da draußen, denk bitte dran, wenn du auch mal bewertet werden willst, schick mir eine Mail an sonki@lets-plays.de. Kannst du gerne machen, würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten, ja, was soll ich noch sagen? Nächste Channel of the Week kommt bestimmt. Nicht vergessen, unsere neue Aktion mit den Kategorien bzw. dem Intro. In diesem Sinne sage ich ciao und ja.